Willkommen zum nächsten Video. Wir werden hier sehen, wie man Exponentialgleichungen exakt lösen kann mit Hilfe dieser Tools, die wir in den ersten Videos erlangt haben. Erstens mit den Rechenregeln direkt oder nach Kochrezept. So, wieder begleitet uns die eingangs vorgestellte Exponentialgleichung. 500 mal 1,02 hoch n ist gleich 1 Million. Im vorigen Video haben wir die Rechenregeln gemacht. Noch einmal zur Information, Rechenregel 3, die hier gefragt ist, war folgende. Aus hoch r wird mal r. Gut, verwenden wir diese. Bevor wir diese jedoch verwenden, bringen wir den 500er wieder auf die andere Seite, indem wir durch 500 rechnen. Wir erhalten dann eine äquivalente Gleichung, 1,02 hoch n ist gleich 2000. So, nun sollten wir einfach diese Rechenregeln anwenden. Das heißt, wir können diese Rechenregeln für jeden Logarithmus anwenden. Und deswegen nehme ich gleich einen, der auch im Taschenrechner ist. Zum Beispiel den LG oder den LN. Ich nehme hier den LN. So, wenn wir auf beide Seiten den LN anwenden, heißt das, LN von 1,02 hoch n ist gleich der LN von 2000. Okay, nun verwenden wir die dritte Regel, indem wir das n vor den Logarithmus ziehen. Wir bekommen raus, n mal ln von 1,02 ist gleich der ln von 2000. Naja, und der ln von einer Zahl ist wieder eine Zahl und durch die dividieren wir einfach durch. Wir dividieren durch den ln von 1,02, denn dieser Term stört uns noch vor dem n. So, am Ende erhalten wir n ist gleich, im Zähler steht der Logarithmus von 2000, so der natürliche Logarithmus, dividiert durch den Logarithmus, den natürlichen Logarithmus von 1,02. So, ich rechne das mal schnell aus. Das Ergebnis wissen wir aus den vorigen Videos schon. Hier nochmal, ln von 2000 dividiert durch den ln von 1,02. Also folgt das n gleich 383,833 ist. So. Die nächste Gleichung, die wir nun lösen wollen, ist eine beliebige Exponentialgleichung. Die hat jetzt nichts mehr mit dem Beispiel eingangs zu tun, sondern ist einfach eine Exponentialgleichung. Das heißt, die gesuchte Variable ist oben im Exponenten. Und nach Kochrezept, hier findet sich das Kochrezept versteckt. Isoliere zuerst die Potenz, das heißt, alle Terme, die nicht das x enthalten, bringen wir auf eine Seite und dann wenden wir den Logarithmus an. Logarithmiere dann auf beiden Seiten. Okay, machen wir das. Zuerst stört uns das minus 350. Das kriegen wir auf die andere Seite, indem wir plus 350 rechnen. Also 7 mal 2 hoch 3 mal x minus 1 im Exponenten ist gleich plus 350. So, nun stört uns dieser 7, den dividieren wir einfach raus und erhalten 2 hoch 3 mal x minus 1. Und das ist gleich 350 dividiert durch 7 ist, bevor ich einen Fehler mache, gebe ich es lieber ein, 50. Okay, nun logarithmieren wir auf beiden Seiten. Dann nehmen wir natürlich wieder einen Logarithmus, den wir am Taschenrechner finden, zum Beispiel den ln. Also, was passiert auf der linken Seite? Ich schreibe es noch einmal auf. Ln von 2 hoch 3x minus 1 ist gleich ln von 50. So, jetzt verwenden wir wieder die dritte Regel, um den Exponenten, der heißt jetzt 3x minus 1, vor dem ln hinzuschreiben. Also 3x minus 1, das ist der Exponent, mal ln von 2 ist gleich der ln von 50. Nun dividieren wir wieder durch den ln und erhalten 3x minus 1 ist gleich ln von 50 dividiert durch ln von 2. So. Und jetzt isolieren wir noch das x von diesen Zahlen hier. Zuerst den 1 herüber, also plus 1. Wir haben 3x ist gleich ln von 50 dividiert durch ln von 2 plus 1. Und nun stört uns nur noch der 3er. Das heißt, wir dividieren den ganzen Bruch noch durch 3. Und erhalten ln von 50 dividiert durch 2 plus 1 im Zähler dividiert durch 3 im Nenner. Somit können wir das x exakt ausrechnen. Wir sehen uns im nächsten Video.